Im kleinen Ort Nieski in der Oberlausitz steht, mitten zwischen Mietshausreihen aus DDR-Zeiten, eine Gründerzeitvilla mit einem schönen Park. Wie übrig geblieben aus fernen Zeiten. Ein Fabrikant hatte die herrschaftliche Villa seiner Tochter zur Hochzeit geschenkt. Jetzt sind hier 7 moderne Wohneinheiten untergebracht, inklusive einer Arztpraxis. Ihr neues Leben hat die Villa Winfried Georgi zu verdanken, der ein Faible hat für historische Gebäude. Ja, ich wollte immer mal ein Schloss kaufen, aber war zu teuer. Ja, also ich bin schon lange Förderer von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und liebe die alten Gebäude. Die alten Häuser haben eine Seele. Die Seele der Villa hatte gelitten. Kriegsschäden und der Lauf der Geschichte hatten ihr arg zugesetzt. Am Schluss nannte man sie die kalte Bude. Nach Insolvenz des Vorbesitzers wurde sie auf einer Grundstücksauktion angeboten, allerdings nur zu 3/4. Ich bin dann nach Leipzig gefahren mit der Maßgabe meiner Frau, wenn einer die haben will, dann lässt sie dem. Und es wollte sie aber keiner haben, außer mir. Und wir haben dann 2 Jahre gebraucht, um das restliche Viertel der Villa noch nachzukaufen. Ich war ja dann in meinen letzten Arbeitsjahren und habe dann also jede freie Minute hier verbracht und habe dann, als ich in Rente gegangen bin, natürlich mehr Zeit gehabt. Zeit, die er nahezu täglich in der Villa verbrachte und dort selbst Hand anlegte. Die Villa zeigt sich jetzt wieder unversehrt in altem Glanz und bietet dabei zugleich modernen Wohnkomfort. Die Fassade war im Prinzip intakt, es fehlten aber sehr viele Steine. Gerade diese glasierten Randsteine waren oft defekt. Es waren viele Einschüsse vom Krieg, bestimmt 100 Einschüsse, die auch die Steine zerstört haben. Die mussten natürlich ausgetauscht werden. Und da haben wir also eine Ziegelbrennerei in der Nähe von Meißen gefunden, die uns das gemacht hat. Das alte Dach musste komplett neu errichtet werden. Der Denkmalschutz gab sein Okay auch für 2 neue Terrassen, die, so fanden die Bauherren, für die Vermietbarkeit und für ein gutes Wohngefühl notwendig waren. Besonders problematisch war der Umgang mit dem notdürftig gesicherten Terrassenanbau. Das Gewölbe darunter war eingebrochen. Die Georgis hätten die Terrasse abreißen dürfen. Haben sie aber nicht, sondern sorgsam wieder restauriert. Da war auch noch eine alte gusseiserne Pergola drüber, die auch völlig verrostet war. Diese stammte noch von der Firma des Erbauers der Villa. Und der hat also diese genietete Stahlkonstruktion dort aufgesetzt und die fanden wir aber so schön, dass wir sie wieder erneuert haben. Das Innere der Villa bot einen trostlosen Eindruck. Zwischendecken mussten entfernt werden. Zudem war die Villa komplett verbaut. Es waren dort in DDR-Zeiten aus diesem ursprünglich herrschaftlichen Erdgeschoss mehrere Wohnungen reingebaut worden. Auch im ersten Stock waren die Grundrisse so, dass man also nichts damit anfangen konnte. Wir mussten sogar also die Führung der Wände zum Teil verändern, um überhaupt Wohnungen entstehen zu lassen. In den repräsentativen Räumen der Belletage konnte Antje Georgi ihre beiden Arztpraxen, die zuvor an verschiedenen Orten lagen, zusammenlegen. Die gläserne Schiebetür hat übrigens früher in einer Augsburger Kanzlei ihre Dienste getan. Sie wurde im Internet gebraucht ersteigert, wie so vieles andere an Baumaterial und Innenausstattung. Selbst fehlende Eingangstüren haben die Bauherren auf diese Weise stilgerecht ersetzt. Die hochwertigen Küchen sind zweitverwertet und wurden selbst eingebaut. Wir haben damit relativ viel Geld sparen können und trotzdem hochwertiges Material eingebaut. Also auch das ist auch eigentlich so ein bisschen Nachhaltigkeitsdenken, was da mit dran eine Rolle spielt. Es ist wohnlich geworden in der herrschaftlichen Villa. Und sie hat wieder eine Zukunft. Das hat die Jury des KfW Awards beeindruckt. Auch ein Beispiel, wie Altsubstanz erhalten werden kann und zu neuem Leben erweckt werden kann. Es ist eine Praxis eingerichtet worden, es sind mehrere Wohnungen entstanden. Also es ist lebendig und am Stadtkern der Stadt gelegen.
ein Hingucker geworden. Ich bin immer gerne hier und gehe gern durch den Park und sammle Äpfel auf und pflanze was Neues. Also es ist einfach ein Wohlgefühl dabei und eine Freude darüber, was man dort geschafft hat.